Ja, herzlich willkommen zu Video Nummer 13 der Funktionsdiagnostik und der Therapiesysteme. Beim letzten Mal habe ich mich vertan. Im Video Nummer 12 habe ich am Anfang Video Nummer 11 gesagt. Also vielleicht das nochmal als kleine Korrektur nachträglich. Wir haben uns ja im letzten Video, also im Video Nummer 12, mal angeschaut, wie ist denn jetzt wirklich der fließende Strom in unserem Testobjekt, in unserer Kartoffel. Wir haben ja da mit dem Arduino ein entsprechendes Rechtecksignal draufgegeben und haben dann mal gemessen, welcher Strom fließt denn bei den angelegten 3,3 Volt und haben dann auch ausgerechnet, wie groß der ohmsche Widerstand ist. Das kann ich Ihnen auch vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung zeigen. Da muss ich mal, ich habe es hier gerade auch im Hintergrund laufen. Ja, hier sehen Sie jetzt eine entsprechende Messung. Dazu kann ich jetzt noch mal hier meine Deckenkamera auch zeigen. Wir sehen den Verlauf und wir sehen hier wieder unser System. Ich glaube, so sieht man es etwas besser. Das Kabel mit den 3,3 Volt und das Kabel dann, was zu Ground geht, sind hier entsprechend angeschlossen und wir haben als Elektrode halt einfach unsere Standard-Messkabel genommen, die vorne eine Metallspitze haben. So ganz genau weiß ich auch gar nicht, welches Metall das ist, ob das irgendwie verzinnt oder verzinkt ist. Auf jeden Fall ist es halt ein Elektronenleiter. Und wir sehen aber auch, das sehen wir hier im Hintergrund, irgendwie ist der Stromfluss und damit auch der Widerstand relativ unregelmäßig. Ja, es schwankt also auch mit der Zeit, aber das wollen wir jetzt auch heute feststellen. Das hatte ich Ihnen ja beim letzten Mal auch gesagt. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen. Ja, wie funktioniert denn das? Wie funktioniert der Stromfluss wirklich in der Kartoffel? Welche Vorgänge passieren da? Und da muss ich auch so ein bisschen mein eigentliches Gebiet verlassen. Also wir müssen uns da in den Bereich der Chemie bewegen und da bin ich auch, ich muss jetzt mal hier umschalten, genau so. Da muss ich gestehen, das ist jetzt auch nicht so meine absolute Expertise und ich versuche das jetzt einfach mal so gut wie möglich Ihnen zu erklären. Wenn da das ein oder andere vielleicht noch ein bisschen optimierungsbedürftig ist, scheuen Sie sich nicht, das auch in den Kommentaren zu vermerken. Aber ich glaube, es ist zumindest ein einigermaßen schlüssiges Bild, was ich hier jetzt Ihnen hoffentlich präsentieren kann. Gut, also unser mittlerweile sehr bekannter Aufbau, jetzt auch mit dem Widerstand zur Strommessung. Ups, jetzt ist mir noch gerade mein Stift runtergefallen. Das ist jetzt kein Grund, das Video nochmal anzuhalten. Wir messen hier über unseren Widerstand den Strom dann entsprechend 1K. Wir haben ja ungefähr gesehen, dass die Kartoffel so in der Größenordnung 10 Kiloohm Widerstand hat, bei dem Elektrodenabstand, den wir jetzt hier genommen haben. Was wir uns also jetzt anschauen wollen, ja, hier nochmal, ist wirklich, dass wir uns jetzt mal auf diese Schnittstelle konzentrieren wollen. Was passiert jetzt wirklich? Ich habe hier nochmal eine zweite Kartoffel. Was passiert an der Stelle, wo jetzt die Drähte in die Kartoffel gesteckt werden? Und was passiert da? Und ja, da will ich Ihnen auch vielleicht noch eine kurze Sache erzählen. Warum ist denn die Kartoffel eigentlich auch ein gutes Testobjekt für uns? Wir wissen ja, der Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Ja, und das Gleiche gilt auch hier für die Kartoffel. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut, upsa, so gut sehen kann, aber hier unten, das ist eine Grafik, die habe ich mir von der Webseite www.diekartoffel.de besorgt. Und wenn Sie hier unten jetzt mal schauen, da ist so die Hauptzusammensetzung einer Kartoffel. Und da sieht man auch, die Kartoffel besteht zu knapp 78% aus Wasser. Und wenn Sie eine Kartoffel so frisch aufschneiden und fühlen da mal drüber, dann sehen Sie auch, die ist halt wirklich sehr feucht. Das ist einfach auch Wasser. Und das sieht auch genauso, ist es halt auch mit dem
mit dem tierischen Gewebe, das besteht halt auch hauptsächlich aus Wasser. Die restlichen Bestandteile sind halt Kohlenhydrate, Eiweiße und was wir dann halt auch gleich noch sehen werden, insbesondere dann auch, oder nicht insbesondere, aber auch viele Mineralstoffe und genau die Mineralstoffe sind es nachher auch, die zur elektrischen Leitfähigkeit beitragen. Aber das vielleicht auch nochmal als kurzer Rückblick. Das gleiche gilt auch für einen Apfel oder auch für andere Früchte. Also auch sie bestehen sehr stark aus Wasser. Auch die Kartoffel und das ganze Obst und Gemüse ist halt auch aus entsprechenden Zellen aufgebaut. Die unterscheiden sich ein bisschen von den tierischen Zellen. Aber für ein erstes Modell oder für unser Modell ist das wirklich schon ziemlich gut. Gut, wir werden heute so ein paar Begriffe dann auch miteinander oder versuchen zu klären. Also Elektronenleitung. Was ist dann auch die Elektrode oder die Elektronenleitung findet in der Elektrode statt? Da kommen wir dann gleich noch zu. Es gibt eine Ionenleitung. Den Begriff haben wir schon mal öfter ja verwendet, aber da wollen wir uns auch noch mal ein bisschen detaillierter jetzt mit beschäftigen. Es gibt dann eine Phasengrenze, nämlich da, wo die Elektronenleitung zur Ionenleitung wird. Also auch ein Begriff, den Sie vielleicht auch aus anderen Bereichen kennen, aber der wird auch hier verwendet. Und wir sehen dann an dieser Phasengrenze, da wird eine ganz besondere Art der Chemie wird dort auftreten, nämlich die Elektrochemie. Und was Elektrochemie ist, habe ich auch nochmal, würde ich einmal ganz kurz dann definieren. Und eine wesentliche Reaktion in der Elektrochemie ist die sogenannte Redoxreaktion, die wiederum aus der Oxidation und der Reduktion, jetzt muss ich gucken, links und rechts nicht vertauschen, aus der Oxidation und der Reduktion sich zusammensetzt. Und dann gibt es noch zum Schluss, da werden wir noch so ganz kurz drauf eingehen, noch so Phänomene wie eine elektrochemische Doppelschicht, die sich entwickeln kann, die auch dann, weil sie von Helmholtz entwickelt wurde oder als erster im Endeffekt beschrieben wurde und dann auch noch weiterentwickelt wurde, wird sie auch als Helmholtz-Doppelschicht verwendet. Also das sind so Begriffe, die wir hoffentlich heute oder beziehungsweise in diesem Video jetzt einigermaßen erklären können. Und wie gesagt, als Elektronenleiter, darunter verstehe ich halt jetzt hier unseren Draht. Ich muss mal gucken, wo sieht man ihn am besten vor dem weißen Hintergrund. Und insbesondere ist es halt die Spitze des Drahtes, die Metallspitze, die wir dann in die Kartoffel halt einstecken. Und das soll so ein bisschen auch für uns das Bild sein. Gut, ja, erinnern wir uns mal ganz kurz, und das ist Ihnen, glaube ich, auch allen bekannt, wie funktioniert Elektronenleitung, also wie funktioniert die Leitung zum Beispiel in unseren Metalldrähten. Das wissen wir, da sind die Elektronen für zuständig, ja, die Ladungsträger für die Elektronenleitung ist, wie der Name schon sagt, sind das die Elektronen. Hier habe ich mal so ein Bild gekennzeichnet, das mal ein Metallgitter zeigen soll, das jetzt hier aus entsprechenden Metallionenrümpfen besteht, die ein Kristallgitter bilden. Das ist das Besondere halt an den Metallen, dass sie halt ein Gitter bilden. Auf den Gitterpunkten sitzen aber nur positiv geladene Metallionen und das Metall gibt seine äußeren Valenzelektronen und das sind so vielleicht Begriffe, die wir auch noch mal in Erinnerung rufen müssen. Ja, wir kennen ja das Schalenmodell der Atome und die äußerste Schale ist ja die Valenzschale. Das ist die Schale, in der praktisch die Chemie stattfindet, wo die Elektronen dann wechselwirken. Und genau diese Elektronen gibt ein Metallatom, wenn es in einem Festkörper sitzt, wenn es in einem Kristall gibt, an den gesamten Festkörper ab. Das heißt, die Elektronen können sich jetzt hier frei zwischen den positiv geladenen Ionenrümpfen bewegen. Das soll hier in der Zeichnung entsprechend dargestellt sein als die kleinen schwarzen Punkte. Das ist natürlich nur ein symbolisches Bild. Die Elektronen sind noch viel, viel kleiner. Also sie sind im Endeffekt im Vergleich zu Atomen verschwindend klein und haben eine verschwindend kleine Masse. Und die bewegen sich aber frei in dem entsprechenden Kristallgitter sind da frei verschiebbar. Das ist auch der Grund dann auch, warum Metalle halt eine gute elektrische Leitfähigkeit haben, aber auch warum sie auch eine entsprechend gute thermische Leitfähigkeit haben. Denn auch die Elektronenbewegung ist auch für den Wärmetransport entsprechend zuständig. Wie gesagt, ich habe das hier gemalt, habe auch darauf geachtet, wer mag, kann ja mal nachzählen. Das müssten 72 Metallionen sein und 72 Elektronen sein. Und jetzt muss man sich das Ganze dynamisch vorstellen. Das heißt, die Elektronen,
die sind da permanent in einer thermischen Bewegung bei Raumtemperatur, also irgendwie so bei 300 Kelvin. Da stehen die nicht still am Ort, sondern die bewegen sich die ganze Zeit. Aber sie bewegen sich ungerichtet. Das heißt, es gibt keine echte Nettobewegung der Elektronen, sondern sie schwirren da einfach so vor sich hin. Und deshalb spricht man hier auch vom Elektronengas. So, was passiert jetzt, wenn wir wirklich eine gerichtete Leitung bekommen wollen? Ja, dann müssen wir eine äußere Spannung anlegen. Das mache ich jetzt mal hier. Also wir haben jetzt hier eine entsprechende Spannungsquelle angelegt, die also auf der einen Seite nun unseren Draht mit einer positiven, mit dem positiven Anschluss sozusagen verbindet, auf der anderen Seite mit dem negativen Anschluss der Spannungsquelle. Und diese Spannungsquelle, die sorgt jetzt dafür, dass im Leiter ein entsprechendes elektrisches Feld entsteht. Und jetzt ist es halt so, dass auf die Elektronen eine Kraft, eine gerichtete Kraft wirkt. Ja, und ich muss mal gucken, eigentlich müsste es jetzt in einer Art Animation kommen. Ja, genau. Das war auch in dem Bild vorher. Moment, das habe ich, da habe ich, glaube ich, nicht drauf hingewiesen. Hier sehen Sie, da habe ich auch mal bei vier Elektronen, auch wenn man es vielleicht nicht sehen kann, habe ich einfach mal die Richtungen gemalt und die gehen irgendwo in beliebige Richtungen. Wenn ich das Ganze jetzt hier mache, dann sehe ich, dass jetzt typischerweise auf die Elektronen, die ja negativ geladen sind, eine Kraft in Gegenrichtung des elektrischen Feldes wirkt. Also das sind einfach nur Definitionssachen jetzt. Ja, das E-Feld ist halt definiert in seiner Richtung von Plus nach Minus. Jetzt sind die Elektronen nun mal negativ geladen. Das heißt, die Kraft wirkt jetzt weg von dem Minuspol hin zum Pluspol. Das ist halt so, dass die Richtung des E-Feldes definiert wurde, bevor klar war, welche Ladung die Elektronen tragen. Und hat sich es halt genauso herausgestellt, dass es jetzt falsch rum oder andersrum ist. Aber ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Aber wir wissen jetzt, mehr oder weniger in Richtung des elektrischen Feldes wirkt jetzt eine Kraft. Und jetzt bewegen sich die Elektronen halt in diesem elektrischen Feld und führen eine kollektive Bewegung durch. Und das ist jetzt der elektrische Strom. Und die Bewegung der Elektronen, das sind im Endeffekt auch die Möglichkeiten, wie wir jetzt Energie übertragen können, wie wir Informationen übertragen können. Denn die Elektronenbewegung, die können wir halt jetzt durch Anschalten und Ausschalten der Spannung und des elektrischen Feldes beeinflussen. Und diese Elektronenbewegung, bei einem Wechselfeld geht das halt immer hin und her, kann dann halt auch entsprechend wieder von einem geeigneten Sensor auch empfangen und ausgewertet werden. Das ist die entsprechende elektrische Signalübertragung, beziehungsweise wenn ich jetzt Energieübertragung habe, wenn ich einen Elektromotor habe, der kann natürlich dann auch durch den fließenden Strom Kräfte wirken lassen, die dann wieder einen Motor drehen lassen. Der Punkt ist, die Spannungsquelle hier U, die muss halt auch ständig dafür sorgen, dass dieser Elektronenstrom erhalten bleibt. Das heißt, die Elektronen, die sozusagen in dem Pluspol dann verschwinden, muss die Spannungsquelle auch hinreichend wieder Elektronen über den negativen Anschluss zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die ist uns allen bekannt. Das nur noch mal zur Erinnerung. Also bei Elektronenleitung, bei unserer technischen üblichen Leitung, haben wir es mit den Elektronen zu tun, die sehr klein, sehr dynamisch sind und im Metall sich da frei bewegen können. Sie haben halt eine sehr starke thermische Bewegung und wenn ich jetzt eine Spannung anlege, dann ist diese thermische Bewegung nicht mehr beliebig, sondern sie bewegt sich dann in Richtung des elektrischen Feldes. Die Driftgeschwindigkeit eines einzelnen Elektrons, die ist gar nicht so groß. Das bewegt sich jetzt nicht so super schnell durch durch den Draht, aber das elektrische Feld, das breitet sich halt dort extrem schnell, also mit Lichtgeschwindigkeit aus, sodass ich also, auch wenn ich es einschalte, jedes Elektron gleichzeitig praktisch der Kraft unterwerfe und das kann ich dann entsprechend messen. Gut, aber das ist alles sicherlich vollkommen bekannt, nur nochmal zur Erinnerung. Wie sieht jetzt die Ionenleitung aus? Bei der Ionenleitung ist das Ganze etwas anders und das ist der entsprechende Leitungsmechanismus, wie er in unserem Körper halt oder wie er in biologischem Gewebe stattfindet. Und bei der Ionenleitung sind die Ladungsträger jetzt nicht mehr Elektronen, so wie der Name sagt,
sondern es sind Ionen. Also es sind entsprechend geladene Teilchen. Es können halt geladene Atome sein, aber es gibt natürlich auch Hydroxidionen, also OH- oder andere kleine Moleküle, die dann auch eine Ladung tragen. Also deshalb spreche ich mal eher von Teilchen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt ein Ion immer nur als ein geladenes Atom vorstellen, ist das für unsere Frage auch jetzt erstmal nicht so unterschiedlich. Wir haben aber jetzt keinen Kristallgitter, keinen Draht, in dem sich die Ladungsträger bewegen, sondern wir haben jetzt ein sogenanntes Elektrolyt. Das heißt, also hier habe ich den Begriff auch mal hingeschrieben, hier unten auch. Deshalb bewege ich mich gerade mal so ein bisschen, weil ich mit einem Auge auf meinem Kontrollmonitor sehe, dass ich den nicht verdecke. Aber da steht nichts anderes als oben in der Ecke auch. Das sind Lösungen, also typischerweise Wasser, auf Wasserbasis, in dem sich dann aber jetzt auch freie Ionen bewegen können. Und das ist sozusagen jetzt der Transportmechanismus. Ich habe nicht Elektronen, die sich durchs Kristallgitter bewegen. Ich habe jetzt hier Ionen, die sich durch das Elektrolyt bewegen, wobei man da jetzt auch wieder sich überlegen muss, das sind natürlich jetzt H2O-Moleküle noch die ganze Zeit, die dem auch so im Weg stehen. Das heißt also, so ein Ion, das auch jetzt viel größer ist, ist ja ein Atom, es ist viel, viel, viel größer als ein Elektron, ist natürlich dadurch auch viel träger und es bewegt sich halt auch relativ träge durch sein Elektrolyt, das heißt durch seine Lösung. Das muss man auch irgendwie immer so im Auge behalten. Und vielleicht hier unten, ja, was sind das so typischerweise für Ionen? Es sind Natrium, Kalium und Chlorid. Das sind die wichtigsten Ionen, die insbesondere auch bei der Nervenleitung eine Rolle spielen. Das will ich Ihnen jetzt auch gleich mal ganz kurz hier an diesem ganzen Vorgang erklären. Und auch die Ionen, die führen natürlich jetzt erstmal eine entsprechende thermische Diffusionsbewegung durch. Also die bewegen sich durch ihr Elektrolyt. Wie gesagt, die H2O-Moleküle sind jetzt erstmal hier nicht gezeichnet. Das wäre sonst sozusagen viel zu unübersichtlich. Wir sehen jetzt nur mal die Ionen. Und hier sehen wir auch einen typischen Fall, wo Ionen auch eine Rolle spielen im Organismus. Das passiert nämlich typischerweise an Membranen, also an Grenzflächen zwischen, oder sagen wir mal so, einfach an Zellwänden, so nennen wir es jetzt einfach mal. Also der einfachste Fall ist jetzt hier ein sogenanntes Axon, also eine Nervenzelle, die ja so einen langen Fortsatz hat. Und dort haben wir eine Membran, die jetzt das Zellinnere vom Zellaußenbereich trennt. Ja, wir stellen uns jetzt vor, das Grüne ist die Membran und alles, was jetzt unter der grünen Linie ist, ist in der Zelle, ist also innerhalb dieses Axons und alles, was über der grünen Linie ist, ist außerhalb dieses Axons. Das heißt also, es gibt jetzt theoretisch nochmal unterhalb des Bildschirms nochmal eine grüne Linie, ist dann die andere Membrane, die auch dann den Zellinnenraum teilt. Jetzt sehen wir, ich habe hier einfach mal gezeichnet, außen haben wir insbesondere Natrium plus und Chloridionen und innen haben wir Kaliumionen. Und wenn wir jetzt mal nachzählen, dann haben wir außen halt 4 Chlorid, 4 Natriumionen. Das heißt, da haben wir einen entsprechenden Ladungsausgleich und im Inneren haben wir auch 4 Kaliumionen und 4 Chloridionen. Das heißt, im Moment wäre jetzt hier die entsprechende Potentialdifferenz 0, das ist gleich. Aber jetzt gibt es halt in unserer Membran auch Durchtrittsstellen, das sind sogenannte Ionenkanäle, die wir hier sehen, durch die können jetzt auch die Ionen durchlaufen und die sind in der Regel selektiv, also sie sind halt nur für bestimmte Ionensorten durchlässig. Also dieser Ionenkanal hier soll zum Beispiel jetzt ein Kalium-Ionenkanal sein. Ich will gar nicht den Prozess des Ruhe- und Aktionspotenzials, auf das hier eigentlich hinauslaufen könnte, Ihnen im Detail erklären. Ich will Ihnen nur mal ganz kurz so ein bisschen veranschaulichen, wie laufen so elektrische Vorgänge in Ionenleitern ab, in einem Elektrolyt. Und zum Beispiel kann es so sein, dass der Ionenkanal einfach nur für positive Ladungen durchlässig ist. Das heißt, Chloridionen können dann nicht durch. Und dann kann man sich auch noch vorstellen, dass dieser Ionenkanal zum Beispiel auch in seinem Durchmesser selektiv ist und die Natriumionen und die Kaliumionen haben unterschiedliche Durchmesser, sodass ich hier auch vielleicht, dass ich hier auch zwischen Natrium und Kalium noch unterscheiden kann. Also das hier wäre jetzt zum Beispiel ein entsprechender
Kanal, der nur für Kalium durchgängig ist. Da diffundieren jetzt die Teilchen alle und unter anderem könnt ihr jetzt auch mal so ein Kaliumion durch diesen Kanal diffundieren. Ja, wir haben einen Raum, da sind Türen drin und bei einer Party kann es auch sein, dass ich mal durch eine Tür gehe, schon bin ich dann außerhalb der Membran. Und vielleicht das Letzte noch, was hier zumindest der Vollständigkeit halber gegeben ist, das Ganze hängt nicht nur von Diffusionsvorgängen, also von passiven Transportvorgängen ab, sondern es gibt auch sogenannte Ionenpumpen. Das heißt, das sind jetzt eigentlich das Proteine, also Moleküle, aber wir können es uns wirklich erstmal so als einen kleinen Motor vorstellen, der unter Einsatz von Energie, von ATP, also von der Energie, die in der Zelle produziert wird, halt sich auch mal so ein Ion schnappen kann und es gegen die eigentliche passive Diffusions- und elektrostatische Wirkung wieder in die Zelle rein, also dann einen Transfer durchführen kann. Entweder von innen nach außen, von außen nach innen. Das ist auch relativ komplex und meistens ist es dann auch so, dass von innen nach außen Natrium transportiert wird und dabei von außen nach innen Kalium transportiert wird. Und es ist meistens so, dass 3 Kalium rein, 2 Natrium raus transportiert werden, aber das ist erstmal egal. Aber wir haben hier im Endeffekt sozusagen einen Diffusionskanal und wir haben einen aktiven, einen passiven Kanal und einen aktiven Kanal. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann sehen wir halt hier, dass jetzt zum Beispiel dieses Kaliumion jetzt durch den Kanal hindurch diffundieren kann. Und in dem Moment, wo es jetzt durch den Kanal hindurch diffundiert ist, haben wir plötzlich mehr positive Ladungen außerhalb der Zelle, also hier im Extrazellularraum, als im Zellinneren. Denn im Zellinneren haben wir jetzt 3 positive und 4 negative. Das heißt, dieser Bereich ist prinzipiell negativ geladen. Im Äußeren haben wir jetzt 5 positive und 4 negative. Das heißt, der Bereich ist jetzt positiv geladen. Und jetzt spielen natürlich auch entsprechend elektrostatische Kräfte eine Rolle. Aber wir haben jetzt insbesondere eine Potentialdifferenz zwischen innen und außen. Das heißt, wir haben jetzt hier, das male ich vielleicht mal nicht dahin, wo ich auch im Weg stehe, sondern wir haben jetzt hier eine entsprechende Potentialdifferenz. Ich weiß gar nicht, habe ich das Wort hier unten auch schon? Doch, genau, das habe ich auch schon unten in meiner zusätzlichen Erläuterung stehen. Die Folien würde ich Ihnen auch bei OLAT hochladen. Also wir haben Diffusion und elektrostatische Wechselwirkung durch Konzentrationsunterschiede. Und die Potentialdifferenz haben wir halt jetzt durch unterschiedliche Ionenkonzentrationen. Und typischerweise, es ist ein deutlich komplexerer Vorgang, aber das nur mal so ein bisschen als so um Eindruck auch von Ionenleitung bekommen, haben wir also hier in so einer Nervenzelle typischerweise ein Ruhepotential von minus 70 Millivolt zwischen Zellinnerem und Extrazellularraum. Ja, aber wir müssen uns vorstellen, das ist halt irgendwie ein Prozess, der ist deutlich träger. Und der Unterschied ist auch, das noch, das habe ich nämlich hier nicht draufstehen, wir haben es bei der Ionenleitung mit positiven und negativen Ladungsträgern zu tun. Bei der Elektronenleitung haben wir ja nur negativ geladene Elektronen. Auch das ist nochmal ein Unterschied, aber halt die Masse ist halt viel größer und das kann man sich auch dann auch nicht so vorstellen, also das muss man sich auch dann wirklich vorstellen. Die Ionen bewegen sich halt relativ langsam durch Elektrolyt, weil dann auch, wenn ich dann mein Wassermolekül ist ja auch noch polar, das heißt, die Wassermoleküle lagern sich ja noch um die Ionen rum, man nennt das dann auch Hydratisierung des Ions, das heißt, die ziehen auch immer noch so Wassermoleküle mit, das ist also alles irgendwo deutlich weniger dynamisch. Aber das sind so die Unterschiede und da müssen wir mal gucken, wie passt das zusammen. Warum kann ich, wenn ich meine Elektrode in die Kartoffel stecke, und da kommen wir wieder jetzt darauf zurück, wieso kann ich da jetzt auch die Ionen entsprechend beeinflussen? Und das ist gar nicht so trivial. Also das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich habe jetzt hier meine Kartoffel, in der stecken meine Drähte. Und ich habe also jetzt, und das ist ja extra so ein bisschen gelblich gemalt, also diese beiden Elektroden, die ich jetzt hier sehe, das sind halt meine Drahtspitzen, die aus einem Metallgitter bestehen und aus Elektronen, die da drin sind. Und wir haben dann in der Kartoffel noch entsprechend die Natrium- und die Chloridionen, die sich da bewegen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist auch die Phasengrenze, die ich eben angesprochen habe. Also ich habe jetzt hier eine Grenze zwischen der elektrischen Leitung, die hier in der Elektrode stattfindet, und der Ionenleitung im biologischen Gewebe. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ganz naiv würde ich mir jetzt halt vorstellen, es passiert sowas, ich lege jetzt eine Spannung an,
Das heißt, der eine Draht lädt sich positiv auf und der andere negativ. Ich habe jetzt eine spannende Potentialdifferenz zwischen den Drähten. Und ja, was passiert jetzt? Müsste es nicht einfach nur so sein, dass jetzt die Ionen zur entsprechend gegenpoligen oder entgegengesetzten Ladung wandern und sich da anlagern? Und ich habe hier einfach so eine Trennung der Ionen. Aber dann ist natürlich die Frage, wie kommt es hier wirklich zu einem Stromfluss? Und das möchte ich mit Ihnen jetzt halt hier auch mal näher beleuchten, denn da tut sich doch einiges. Und das ist genau der Punkt, dass ich glaube, diese Definition habe ich mir auch irgendwo bei Wikipedia geholt. Das ist jetzt genau der Punkt, wo die Elektrochemie zum Tragen kommt. Also die Elektrochemie, ich lese einfach mal vor, ist das Teilgebiet der physikalischen Chemie, welches sich mit dem Zusammenhang zwischen elektrischen und chemischen Vorgängen befasst. Also wir werden sehen, da spielen auch chemische Vorgänge jetzt eine wichtige Rolle an dieser Phasengrenze. Die für die Elektrochemie entscheidenden Vorgänge laufen dabei an der Phasengrenze ab. Die Elektrochemie ist also die Wissenschaft der Vorgänge zwischen einem Elektronenleiter, Elektroden, und einem Ionenleiter, Elektrolyt. Also wir haben zumindest schon mal eingegrenzt, in welchem Fachgebiet wir uns hier bewegen, wenn wir uns mit der ganzen Stromleitung in der Kartoffel beschäftigen. Also die Elektrochemie ist da unser Freund als Spezialgebiet der physikalischen Chemie. Und da muss ich ehrlich gestehen, Elektrochemie ist jetzt, wie gesagt, nicht so ganz meine Hauptexpertise, aber ich versuche hier mein Bestes. Die wichtigste Reaktion in der Elektrochemie ist die sogenannte Redoxreaktion. Und den Namen haben Sie bestimmt schon im Chemieunterricht oder in der Chemievorlesung auch gehört, aber trotzdem nochmal auch zur Erinnerung, die Redoxreaktion ist eigentlich auch relativ gut zu verstehen, insbesondere im Zusammenhang mit Ionen. Ja, wenn wir uns nämlich mal angucken, wie entsteht Natriumchlorid, unser bekanntes Kochsalz, das Sie sicherlich alle zu Hause haben, dann gucken wir uns erstmal an, es ist ja aufgebaut aus Natrium und Chlorid. Natrium ist ein Metall in der ersten Hauptgruppe, ja, also im Periodensystem ganz links, hat dann dadurch, dass es in der ersten Hauptgruppe steht, ein Valenzelektron. Ja, das steht hier unten auch. Wir haben also es hier mit einem Valenzelektron zu tun. Das Chlor hingegen steht relativ weit rechts im Periodensystem, nämlich in der vorletzten Spalte, ist in der siebten Hauptgruppe und hat damit 7 Valenzelektronen. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, die Valenzelektronen, das sind ja die, die für die Chemie sorgen. Also damit interagieren ja letztendlich unsere Moleküle oder unsere ganzen chemischen Reaktionen beruhen ja auf Änderungen, die ausgelöst sind durch die Valenzelektronen. So, jetzt ist es aber so, und das ist ja die auch hoffentlich bekannte Oktettregel, die ja besagt, dass Atome sich energetisch dann besonders wohlfühlen, wenn sie eine abgeschlossene äußere Elektronenschale haben. Das heißt typischerweise, wenn sie 8 Elektronen auf der Außenschale haben. Jetzt ist es beim Natrium so, es hat abgeschlossene Elektronenschalen und auf der nächsten offenen, auf der Valenzschale, befindet sich jetzt ein freies Elektron. Das heißt also, es ist im Endeffekt nur ein Elektron von einem besonders energetisch günstigen Zustand entfernt, nämlich dieses einzelne Valenzelektron, das es hat. Auf der anderen Seite ist das Chlor jetzt ein Atom, es hat 7 Elektronen auf der Valenzschale. Das heißt, es bräuchte also nur noch ein Elektron, damit es dann diese Achterkonfiguration erreichen kann. Sollte Ihnen das jetzt nicht so viel sagen, da müssen Sie nochmal vielleicht in Ihren Chemieunterlagen nachgucken. Das heißt, es liegt also auf der Hand oder es scheint sehr offensichtlich zu sein, dass es ja dann der Fall ist, dass einfach das Natrium jetzt sein äußeres Valenzelektron abgibt an das Chlor. Damit hat das Natrium jetzt dieses einzelne Elektron los und es hat nur noch vollständige Schalen. Und das Chlor kann sozusagen seine 8. Lücke jetzt mit diesem Elektron füllen und ist damit auch in einem energetisch besonders günstigen Zustand. Das sieht dann so aus, das heißt, wir haben jetzt auch in beiden Teilchen haben wir jetzt abgeschlossene äußere Schalen, jeweils 8. Aber dadurch, dass wir jetzt ein Elektron übertragen haben, haben wir natürlich eine Ladung übertragen. Das Natrium hat jetzt ein Proton mehr im Kern, als es Elektronen hat, ist also positiv geladen.
Und das Chlor hat jetzt ein Elektron mehr in seinen Schalen, als es Protonen hat und ist natürlich negativ geladen. Das ist aber gar nicht so schlecht. Ich gehe jetzt mal so weiter. Denn jetzt ziehen sie sich elektrostatisch an. Wir haben jetzt eine Ionenbindung. Das ist genau die Bindung, die dafür sorgt, dass die Natriumionen und die Chloridionen im Kristallgitter des Salzes, des Kochsalzes, dann auf ihren Gitterplätzen bleiben. Und vielleicht noch ein Wort, dann haben wir nämlich auch den Begriff Redoxreaktion. Wenn ein Teilchen Elektronen abgibt, dann spricht man von der Oxidation. Und wenn ein Teilchen Elektronen aufnimmt, dann spricht man von der Reduktion. Und typischerweise ist eine Oxidation immer mit einer Reduktion gekoppelt, denn wenn ich ein Teilchen abgebe, muss auch irgendjemand da sein. Wenn ich ein Elektron abgebe, dann muss auch irgendjemand da sein, der das Elektron annimmt. Das heißt also, bei einer Oxidation habe ich auch immer direkt eine Reduktion. Das Natrium, das oxidiert wird, und das Chlor, das reduziert wird. Und zusammen nennt man das Ganze dann eine Redoxreaktion. Das ist sozusagen ein Wortzusammenspiel aus Oxidation und Reduktion. Und vielleicht auch der Begriff Oxidation, da steckt ja Oxid drin oder Oxygen drin, also Sauerstoff. Ursprünglich ist die Oxidation ein Vorgang gewesen, immer wenn etwas mit Sauerstoff reagiert. Und wenn etwas mit Sauerstoff reagiert, ist es meistens so, dass auch bei einer Reaktion mit Sauerstoff der Sauerstoff die Elektronen annimmt. Und daher hat es historisch gesehen den Begriff Oxidation, in dem so ein bisschen der Begriff Sauerstoff auch drinsteckt. Aber irgendwann hat man das viel besser verstanden und hat einfach gesehen, es sind Elektronentransfers. Und damit ist eine Oxidation immer etwas, was mit Elektronentransfer zu tun hat. Und da musste gar nicht ein Sauerstoff mit beteiligt sein, so wie wir es hier auch jetzt bei dem Natriumchlorid sehen. Gut, also hier nochmal das Periodensystem auf, was ich Ihnen eben gesagt habe. Also das Natrium, das sich hier in der ersten Hauptgruppe befindet, und das Chlor, das sich in der siebten Hauptgruppe befindet. Aber da kennen Sie sich ja hoffentlich auch gut aus. Gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter einsteigen und ein bisschen mehr auch verstehen. Und jetzt überlegen wir mal, was passiert überhaupt, wenn ich jetzt einen solchen Leiter in ein Elektrolyt stecke. Also wenn ich mein Kabel hier in die Kartoffel reinstecke, das ist jetzt hier entsprechend symbolisiert. Der Elektronenleiter steckt jetzt im Elektrolyt drin, also das Gelbliche hier ist jetzt ein Elektrolyt. Und dann gibt es so Begriffe wie Solvation und Hydratation, die da jetzt eine Rolle spielen. Denn was nämlich passiert, ist Folgendes: Wenn ich ein Metall typischerweise in ein Elektrolyt stecke, dann gehen teilweise die Metallionen in das Elektrolyt über. Das ist die sogenannte Solvation. Und wenn jetzt ein solches Metallion aus seinem Kristallgitter rausgeht und in das Elektrolyt geht, dann habe ich auch wieder einen Ladungstransfer, denn die Elektronen, die zu diesen beiden, oder, also ich habe es jetzt hier für zwei Metallrümpfe mal gezeichnet, wenn diese beiden jetzt rausgehen, die Metallionenrümpfe, dann bleiben natürlich ihre Elektronen in der Elektrode drin, im Elektronenleiter drin, denn die sind ja in dem Gas nicht an einzelne Atome oder an einzelne Ionen gebunden. Das heißt also, wenn jetzt hier, ich habe es der Einfachheit halber mal die Metallionenrümpfe auch positiv geladen gezeichnet, einfach positiv geladen gezeichnet, typischerweise sind sie auch mehrfach positiv geladen, typischerweise Kupfer, Zink, Eisen ist dann zweifach positiv geladen, aber der Einfachheit halber ist es halt jetzt so, es gehen zwei Metallrümpfe raus, es verbleiben zwei überschüssige Elektronen in meinem Elektronenleiter und dadurch habe ich jetzt entsprechend einen negativen Ladungsüberschuss in meiner Elektrode. Und das kann man sich jetzt eigentlich gar nicht vorstellen, wenn ich so einen massiven Metallstab in so eine Kartoffel stecke, dass ich da tatsächlich jetzt auch Atome lösen. Und das hat auch ein bisschen was jetzt damit zu tun, das ist diese Solvation und die Hydratation. Da zerren jetzt also die Lösungsmoleküle an dem Metall. Ja, da kommen also die Wassermoleküle und versuchen da irgendwie auch mal mit Wechsel zu wirken. Und dann ist es halt so, je stärker die Gitterbindung eines Metalls ist, desto schlechter löst es sich in einem Elektrolyten. Je
geringer die Gitterbindung ist, desto eher löst sich dann mal so ein Metallion raus. Und wenn es dann vom Elektrolyten aufgenommen wird, dann umschlingen sozusagen sofort die Wassermoleküle oder die Lösungsmittelmoleküle, aber es ist typischerweise oder in der Regel Wasser, umschließen dann das Ion und halten es im Endeffekt fest. Und der Zustand ist energetisch teilweise günstiger, als am Gitterplatz zu sein. Und das hängt jetzt auch vom Metall ab. Und deshalb spricht man auch von den unedleren und den edleren Metallen. Also je unedler ein Metall ist, desto leichter gibt es Metallionen in ein Elektrolyt ab. Je edler ein Metall ist, desto weniger leicht gibt es ein Ion an das Elektrolyt ab. Das hängt halt von der Bindungsenergie dann auch zusammen. Und die edlen Metalle, ja, die Edelmetalle sagen Ihnen ja vielleicht auch umgangssprachlich was. Das ist zum Beispiel Gold, Platin, Silber, aber auch Kupfer. Ja, die geben eigentlich sehr wenig Ionen oder Metall ins Elektrolyt ab, bis hin zu praktisch gar nicht. Die unedleren, wie zum Beispiel Zink, Eisen und so weiter, geben dann eher das Ganze ab. Und wir sehen auch hier, und das habe ich hier unten auch gezeichnet jetzt, haben wir halt auch den Übergang, das Metall geht über in ein Metallion und gibt dabei ein Elektron ab. Das verbleibt ja hier in meiner Elektrode. Das heißt, das Metall wird jetzt oxidiert. Ich habe hier eine Oxidation des Metalls und ich habe es hier nochmal gezeichnet. Wenn ich halt mehrere Ladungen habe, also zum Beispiel für Kupfer wäre N gleich 2, dann würde hier ein 2-Plus-Ion entstehen und ich hätte 2 Elektronen. Das habe ich jetzt sozusagen hier einmal ganz allgemein mit N gezeichnet und das nur der Vollständigkeit halber. Also das ist auch schon mal ein interessanter Aspekt, dass die Elektrode, wenn ich sie hier in die Kartoffel stecke und unser Draht ist eher ein unedles Metall. Wie gesagt, es ist, könnte ein Zinküberzug sein. Es kann auch einfach nur ein Metall, also eine Eisenlegierung sein. Gibt dann schon mal Elektronen an die Kartoffel ab, gibt Metallionen an die Kartoffel ab. Und jetzt kann man auch mal gucken, was passiert. Und das ist auch so ein kleines Experiment, das kennen Sie vielleicht auch alle. Wenn ich jetzt zum Beispiel 2 unterschiedliche Metalle in eine Kartoffel oder in einen Obst stecke, Zitronen, Äpfel, was auch immer, und habe dabei ein edleres und ein unedleres Metall, dann gibt es eine leichter Metallion ab, also hier, und dadurch lädt sich dann die entsprechende, also hier, ja, dadurch lädt sich dann jetzt diese Elektrode dann auch entsprechend negativ auf, weil ich ja jetzt einen Elektronenüberschuss in dieser Elektrode habe. Und wenn ich auf der anderen Seite ein edles Metall habe, das kein Elektron abgibt, dann passiert das da weniger stark, beziehungsweise die Elektrode bleibt, sagen wir mal, in der ersten Näherung neutral. Und dann habe ich also hier beim Zink eine entsprechende Oxidation und ich kann jetzt tatsächlich auch eine Spannungsdifferenz zwischen diesen beiden Polen messen. Und das ist vielleicht schon das erste Experiment, was ich Ihnen jetzt auch noch mal zeigen will, das Sie vielleicht auch kennen. Aber vielleicht die Theorie ist dann manchmal doch weniger überzeugend als die Praxis, wenn man es dann auch wirklich sieht. Ich zeige Ihnen das mal. Ich habe hier noch eine zweite Kartoffel. Hier leitet die andere Kartoffel. Die habe ich schon ein bisschen länger angeschmissen jetzt, dass hier die entsprechende Stromleitung schon die ganze Zeit stattfindet. Hier liegt noch ein bisschen pH-Papier, das brauche ich erst für gleich. Ja, dann habe ich also hier meine zweite Kartoffel und ich habe jetzt hier mir mal 2 entsprechende Elektroden besorgt. Einmal ein Stück Kupfer, das habe ich aus einem Stromkabel, aus einem etwas dickeren Stromkabel mir rausgenommen. Das stecke ich jetzt mal hier in meine, ich zeige es mal so von der Seite vielleicht, das stecke ich mal hier in meine Kartoffel rein. Und ich habe hier ein Nagel aus dem Baumarkt, einen verzinkten Nagel. Also es ist wahrscheinlich ein Stahlnagel, der aber einen Zinküberzug hat. Und das ist jetzt genau das, was ich gerade auf meiner Platine auf meiner Folie gezeigt habe. Ich habe jetzt hier 2 unterschiedliche Metalle drin. Und jetzt habe ich hier noch ein kleines Voltmeter, wo Sie hoffentlich sehen können, was ich hier eine Anzeige habe.
Und jetzt halte ich mal den positiven Pol an das Kupfer und den negativen Pol an das Zink. Und wir sehen, wir messen hier eine Spannungsdifferenz von immerhin 0,92 Volt. Also knapp 1 Volt Spannungsdifferenz, die jetzt hier entsprechend auftreten. Und das liegt einfach daran, dass Zink gibt halt jetzt seine Metallionen in das Kartoffelelektrolyt ab. Und obwohl ich glaube, das heißt sogar der Elektrolyt in, ja, in den Kartoffelelektrolyten ab. Das ist Maskulinum und nicht das Elektrolyt, sondern der Elektrolyt. Ich glaube, das habe ich jetzt auch eher falsch gesagt. Egal. Und kann hier die entsprechende Spannungsdifferenz messen. Also das kennt man ja aus vielen Schülerversuchen auch. Da, wenn man jetzt noch ein paar von diesen Kartoffeln in Reihe schaltet, dann addieren sich ja die Spannungen. Wenn ich irgendwie so 2-3 Volt erzeugt habe, dann kann ich da auch mal vielleicht eine kleine LED oder irgendwas dran oder irgendeinen Verbraucher dran betreiben, der halt wenig Leistung braucht. Denn das ist auch klar, ich kann natürlich nur begrenzt Elektronen dann liefern. Das wäre nämlich dann jetzt der nächste Punkt. Ich hoffe, das hat Sie überzeugt, dass das, was ich gerade gesagt habe, auch stimmt. Ja? Dass ich also hier die Metallelektronen, die Metallionen dann lösen und es hier zu einer Potentialdifferenz entsprechend kommt. Ja, wenn ich jetzt also allerdings einen Verbraucher anschließe, jetzt kommen noch ein paar Begriffe. Wenn ich also jetzt hier zum Beispiel eine kleine Batterie auch dran betreiben möchte, eine kleine Lampe dran betreiben möchte, dann habe ich ja einen entsprechenden Vorgang, wie ich es hier jetzt sehe, die Metallionen gehen in das Elektrolyt über und jetzt habe ich an der einen Elektrode halt einen Elektronenüberschuss und wenn ich jetzt das halt leitend mit der anderen Elektrode verbinde, das Multimeter von eben ist ja sehr hochohmig, idealerweise unendlich, deshalb habe ich auch keinen Stromfluss, ich messe ja nur die Potentialdifferenz, was ich gerade hier auch gemacht habe, dann habe ich jetzt auch einen Elektronenübertritt. Das heißt, die Elektronen fließen jetzt hier, wie gezeigt, von meinem unedlen Metall zum edlen Metall hin. Und bei dem Durchtritt durch die Lampe kann ich halt dann entsprechend für eine entsprechende Lichtemission sorgen und die Lampe leuchtet idealerweise. Jetzt aber die Frage, was passiert jetzt mit den Elektronen, die in die edlere Elektrode gehen. Die müssen ja irgendwie auch wieder weg, damit der Stromkreis sozusagen aufrechterhalten werden kann. Deshalb muss irgendwas noch an der edleren Elektrode auch passieren. Und da müssen wir jetzt ein bisschen weiter gucken, denn dann kommt jetzt doch das Lösungsmittel auch ins Spiel, nämlich zum Beispiel das Wasser. Also wenn ich hier eine, und das haben wir ja gesagt, die Kartoffel, die ist ja hier entsprechend zu 78% aus Wasser aufgebaut. Dann ist es jetzt so, dass die Elektronen, die jetzt zu viel in meiner edleren Elektrode sind, also jetzt muss man mal aufpassen mit Elektronen, Elektrode und wahrscheinlich werfe ich das jetzt auch ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, versuche mich da jetzt zu konzentrieren. Dann kann jetzt auch eine entsprechende Reduktion auf das Wassermolekül stattfinden. Und zwar kann ich jetzt Wasser, H2O, aufspalten in, wenn ich einen Elektronentransfer habe, in Wasserstoff und Hydroxidionen. Also das muss ich mir vielleicht hier mal aufschreiben. Ich kann hier H2O, Moment, da stehe ich dem Ganzen jetzt gerade genau im Weg, aber ein bisschen Platz brauche ich da, H2O plus, jetzt müssen wir, schreibe ich hier schon mal eine 2 davor, damit die Gleichung auch stimmt. 2H2O plus 2E minus führt zu, dass dort entsteht H2, Wasserstoff, plus 2, also das ist irgendwie alles Mist. Ich male das mal hier drunter. Dann passt das auch. H2O plus 2 OH minus. Also es entsteht jetzt hier an der entsprechenden edleren Kathode, an der edleren Elektrode
entstehen halt hier zum Beispiel zwei OH-Ionen. Ja, das sind jetzt auch Ionen, die halt negativ geladen sind. Und dabei entsteht jetzt hier Wasserstoff H2, der ja entsprechend gelöst ist und jetzt als Gas aus meinem Elektrolyt entweicht. Das haben Sie auch vielleicht schon mal gehört, dass also bei solchen Experimenten dann auch Wasserstoff entsteht und entsprechende Hydroxidionen. Ja, das kann man sonst nicht verstehen, wenn man jetzt nicht auch im Endeffekt die sonst nur im Hintergrund befindlichen Lösungsmoleküle des Lösungsmittels, also hier Wasser, dann auch mit in die ganze Gleichung reinnimmt. Also, okay, jetzt habe ich vergessen, das hatte ich auch in meine Folie schon reingenommen. Hier gibt es also jetzt dann noch die entsprechende Reduktionsreaktion. 2H2O plus 2E minus wird zu H2 plus 2 mal OH minus. Und das ist halt jetzt auch eine Oxidation, eine Reduktion und zusammen ist es dann halt auch eine Redoxreaktion. Und dann gibt es noch zwei weitere Begriffe. Immer die Elektrode, an der die Oxidation stattfindet, die nennt man Anode. Und die Elektrode, an der die Reduktion stattfindet, nennt man Kathode. Ja, das ist immer ein Begriff, den man sich merken sollte. An der Anode findet immer die Oxidation statt und an der Kathode findet die Reduktion statt. Und Reduktion und Oxidation wird immer aus Sicht der im Elektrolyt befindlichen Teilchen gesehen. Also hier ist es so, dass das Wassermolekül reduziert wird. Es nimmt die Elektronen auf und auf der anderen Seite wird das Metall oxidiert. Es gibt die Elektronen ab. Ja, das ist so ein bisschen viele Begriffe. Das muss man sich irgendwie einmal, muss man das verstanden haben und dann, glaube ich, funktioniert das auch entsprechend ganz gut. Das aber nur sozusagen zur Erinnerung. Ich will Ihnen das einfach mal hier so ein bisschen in der Tiefe auch erklären, damit Sie da wirklich das so verstehen, inwieweit wir wirklich das im Detail dann auch am Ende des Semesters in die Prüfung aufnehmen, müssen wir uns nochmal gemeinsam drüber unterhalten. Ja, und jetzt habe ich hier das schon ein bisschen drüber gemalt. Also hier steht dann nochmal das Ganze, was wir ja schon bei dem Natriumchlorid besprochen haben. Ich kann das hier mal wieder wegradieren. Ja, die Reduktion und die Oxidation, das ist dann die Redoxreaktion, die wir hier haben. So, jetzt haben wir aber natürlich bei unserer Kartoffel, bei unserem Kartoffelexperiment vom letzten Mal, haben wir einen etwas anderen Fall. Ich habe ja jetzt nicht die Kartoffel als Spannungsquelle, sondern ich lege eine Spannungsquelle an meine Elektroden an. Und das ist jetzt genau der Aufbau, wie wir ihn eigentlich im Experiment vorliegen haben, was hier meine Kartoffel gerade macht. Ich habe also jetzt hier meinen entsprechenden elektrischen Verbraucher durch eine Spannungsquelle ersetzt. Was man jetzt beachten muss, wir haben jetzt im Endeffekt auch die Polarität der Elektroden verändert. Also nämlich jetzt ist unsere hier gesehen rechte Elektrode mit dem Pluspol der Spannungsquelle verbunden und die linke Elektrode ist mit dem Minuspol verbunden, denn an der Pluspol, da sauge ich ja jetzt entsprechend meine Elektronen ab. Die Elektronen, die halt mein in Lösung gehendes Metall in der Elektrode zurücklassen, die werden jetzt von der Spannungsquelle abgesaugt und die laufen halt jetzt hier, wie gezeigt, entlang des Drahtes zur entgegengesetzten Elektrode. In dem Falle brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt zwei unterschiedlich edle Metalle, können oft jetzt gleiche Metalle sein, weil jetzt die Spannungsquelle auch für den entsprechenden Elektronentransport sorgt und man spricht dann auch von der Elektrolyse, die wir jetzt hier durchführen. Aber wir sehen halt auch, wir haben jetzt hier entsprechende Ionen in unserem Elektrolyt. Ja, das kann halt Natrium, Kalium, Chlorid oder auch ganz andere sein. Ich habe jetzt einfach mal der Allgemeinheit hier mal 6 Stück rausgewählt und die roten, das sind die Kationen und die blauen, das sind die Anionen. Die Konvention in meiner ganzen Präsentation ist halt typischerweise, blau ist eine negative Ladung, rot ist eine entsprechende positive Ladung. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt die Pole umgetauscht haben, bleibt hier rechts das die Anode und bleibt das hier links die Kathode,
Nämlich wir haben jetzt eine Anode, weiterhin die Oxidation, die Metallionen gehen dort in die Lösung, werden oxidiert und geben ihre Elektronen ab. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel jetzt auch weiterhin den Prozess hier der Hydroxidbildung im Wasser von den Wassermolekülen, dass dort halt weiterhin Wasserstoff und OH- entsteht. Und jetzt sind halt die Teilchen, die in unserem Elektrolyten sind, also die in unserer Kartoffel sind, also Natrium, Chlorid, Kalium und so weiter, die werden jetzt natürlich durch das elektrische Feld, das auch hier zwischen meinen Elektroden jetzt sich aufbaut, also hier habe ich jetzt auch von Plus nach Minus natürlich ein entsprechendes E-Feld. Aber natürlich auch durch die unterschiedlichen Ionenkonzentrationen und auch durch elektrostatische Wechselwirkungen. Ich habe jetzt hier ja um meine Kathode rum auch negative Ladungen und um meine Anode rum hier jetzt entsprechend positive Ladungen. Das heißt, wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, dann findet jetzt hier der Stromtransport statt. Das heißt also, die Kationen, die wandern jetzt zur Kathode. Im einfachsten Falle wandern sie jetzt direkt an die Kathode und geben dort ihre Elektronen, nehmen dort Elektronen auf. Sie sind ja positiv geladen, das heißt, sie können von der Kathode dann ein entsprechendes Elektron annehmen. Dann wird das Kation neutral zu einem Atom. Was man dann aber auch hat, ist, dass zum Beispiel die Hydroxidionen dann wieder mit den neutralisierten Kationen wieder wechselwirken. Die geben wieder ihr Elektron an das Hydroxid ab und sind dann wieder, stehen wieder als Kationen zur Verfügung. Das Gleiche haben wir jetzt auch hier mit den Anionen. Die Anionen wandern direkt zur Anode, geben dort ihr Elektron ab und werden dann wieder zu einem neutralen Teilchen. Der Gegenpart der Wasserzersetzung findet auch an der Anode statt. Da können sich auch Oxonium-Ionen, also H3O-Plus-Ionen bilden, die auch wieder dann mit den entsprechenden neutralisierten Anionen wechselwirken und auch wieder dann eine entsprechende Ladung der Anionen durchführen. Aber auch können sich dann hier jetzt die Anionen mit den Metallionen verbinden und bilden jetzt hier im Falle von zum Beispiel Chlorid dann entsprechende Metallsalze. Also was wir hier sehen, und das möchte ich Ihnen auch gleich zeigen, hier bilden sich halt jetzt mehrere Sachen. Also hier, das ist ein Salz, das sich an der Anode bildet. In dem Fall ein Metallsalz. Hier bildet sich OH-. Das sind ja, wenn es jetzt zum Beispiel das Kation Natrium wäre, bildet sich da NaOH. Also hier würde sich eine entsprechende Natronlauge bilden. Ja. Und von Laugen wissen wir, und das will ich noch gleich zeigen, die sind stark basisch. Ja, also haben einen sehr, ja, je nachdem wie man sieht, eine hohe pH-Zahl, aber einen niedrigen oder einen hohen pH-Wert, also größer als 7. Und die Ionen halt hier in unserem Elektrolyt werden halt jetzt, wie der Name es dann auch sagt, die Kationen werden zur Kathode hin entsprechend gezogen oder bewegen sich zur Kathode hin und die Anionen bewegen sich zur Anode hin. Das ist ja auch eine entsprechende Bezeichnung, wie Anode und Kathode genannt werden. Aber das Wichtige ist, hier müssen permanent an der Phasengrenze zwischen der Elektrode und dem Elektrolyt müssen halt entsprechende Redoxreaktionen stattfinden. Also chemische Stoffumwandlungen finden statt, um diesen Ladungsaustausch, diesen Ladungstransport auch aufrechtzuerhalten. Und das ist im Endeffekt der interessante Fall. Bei Metallen, da habe ich einfach einen Elektronendurchgang und das Ganze funktioniert eigentlich ohne eine chemische Veränderung. Bei den Ladungsvorgängen hier an den Elektroden, da habe ich halt immer eine chemische Reaktion und eine Stoffumwandlung. Also wir haben, das schreibe ich hier vielleicht auch nochmal hin, wir haben eine chemische Reaktion
mit einer Stoff- Umwandlung. Und die ist essentiell für den Stromtransport. Wenn die nicht stattfindet, diese chemischen Reaktionen, dann wird auch unser Stromkreis unterbrochen und es fließt auch kein Strom mehr. Vielleicht eine Sache noch, hier bilden sich ja, das habe ich ja auch bei den Begrifflichkeiten gehabt, hier bilden sich jetzt solche Ladungsdoppelschichten. Also die entsprechenden Kationen lagern sich ja an der negativ geladenen Kathode an, genauso wie hier auch die Anionen sich an der positiv geladenen Anode anlagern. Und hier kriege ich jetzt entsprechend Doppelschichten, die jetzt auch die Anode und die Kathode in einer gewissen Weise abschirmen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt mit Gleichstrom betreibe, dann können sich auch immer mehr Ionen anlagern. Klar, es gibt immer wieder diese Umwandlungen auch mit dem Lösungsmittel. Aber, und das haben wir auch gesehen, wenn ich einen Gleichstrom anlege, dann ist ja mein Widerstand meiner Kartoffel immer weiter gestiegen, weil nämlich hier, und jetzt langsam ist auch diese Zeichnung ziemlich unübersichtlich, weil jetzt hier immer mehr Anlagerungen stattgefunden haben. Man spricht auch dann von der Polarisation der Elektroden. Das heißt, sie werden immer kapazitiver, sie kriegen halt immer einen stärkeren Gleichspannungswiderstand. Und es gibt dort halt Ladungsdoppelschichten, die dann halt wie ein wie ein Kondensator wirken, also wie eine Kapazität. Das heißt, wir haben also hier noch Polarisation. Und die ist dann halt kapazitiv. Deshalb, wenn man nur reine Leitfähigkeitsmessungen macht, dann sollte man das mit Wechselstrom machen, damit halt dann auch wieder die ganzen Prozesse umgekehrt werden können, dass sich die angelagerten Teilchen auch wieder wegbewegen können. Typischerweise, also wenn ich jetzt nur die Leitfähigkeit messen möchte, das ist auch für manche Prozesse ein wichtiger Messwert, dann mache ich das mit Wechselspannung, so irgendwie ab 1 Kilohertz macht das Ganze dann auch Sinn. Also Sie sehen, das ist deutlich komplizierter, als man das vielleicht im ersten Moment glauben mag. Ja, die Anionen wandern zur Anode und geben da ihre Ladungen ab und die Kationen wandern zur Kathode und tauschen da ihre Ladungen aus, aber auch immer als Redoxreaktion. Aber es gibt auch noch viele andere Punkte. Es entsteht da also auch, hier in unserem Fall Natronlauge, es entsteht auch weiterhin der Wasserstoff bei der ganzen Geschichte und es entstehen halt hier auch Metallsalze und das möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss, genau, da ist nämlich dann auch meine Präsentation vorbei, das möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss auch nochmal an meiner Kartoffel entsprechend zeigen. Deshalb habe ich auch das Ganze schon mal ein bisschen laufen lassen, damit wir vielleicht auch etwas sichtbarere Resultate bekommen. Ich muss mir hier ein bisschen aufräumen, damit wir doch etwas mehr sehen können. Also wir sehen jetzt hier die Kartoffel und ich will das mal ein bisschen schärfer eigentlich stellen. Moment. So. Ich hoffe, das ist hinreichend scharf. Und was Sie, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier an der entsprechenden Kathode, also an dem mit Ground verbundenen Teil. Das ist ja bei uns jetzt praktisch die Kathode. Die Anode ist ja der Teil, der mit den 3,3 Volt verbunden ist, der Pluspol sozusagen. Da hat sich jetzt hier so eine Flüssigkeit gebildet und da, Entschuldigung, ist letztendlich auch das, entsteht der Wasserstoff in der Gasphase. Das blubbert da so auf mikroskopischer Skala. Und ich habe ja gesagt, da müsste auch Natronlauge entstehen. Und ich habe jetzt hier mal ein pH-Papier. Und da können wir jetzt auch den pH-Wert messen. Ja, 7 wäre halt hier so ein gelb-grün. Und je gelber und roter, desto höher der pH, desto saurer ist das Milieu. Und was wir erwarten würden, ist eigentlich jetzt eher, was hier so ins bläuliche Violette reingeht, pH 10, 11. Ich will nochmal zeigen, die Kartoffel an sich, wenn ich jetzt hier mal so dran gehe, die ist neutral, denn die besteht ja halt zu größten Teilen aus Wasser. Aber wenn ich jetzt hier an meine Kathode rangehe, dann sehen Sie,
wie stark sich das hier jetzt blau färbt. Das heißt, es ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass halt hier eine Lauge entstanden ist, so wie wir es eben auf unserer Folie auch gezeigt haben. Also dass es irgendwie NaOH oder ähnliches, das schon lange gelaufen ist, ist das Ganze jetzt auch hier sehr gut sichtbar. Also das passt schon mit unserer Vorhersage. Und wenn ich jetzt mal meine Anode rausziehe, dann sieht man das vielleicht auch. Hier das, die Einstichstelle, die ist dunkel geworden. Und ein Metallsalz, also ist typischerweise, wenn es dann auch oxidiert, wird es schwarz. Ja, also irgendein Metallchlorid wird dann dunkel. Das heißt, also hier ist auch eigentlich ein eindeutiger Beweis, dass neben der normalen, dem normalen Elektronentransfer hier auf jeden Fall auch Metallsalz entstanden ist. Also das, was wir da uns aufgeschrieben haben, stimmt auch zumindest jetzt in einfachen Experimenten schon mal mit dem überein, was wir da vorhergesagt haben. Ich muss mal kurz gucken, ob wir hier noch ein bisschen näher rangehen können. Und ja, wenn ich jetzt hier so drüber gehe, dann gibt es also hier nochmal vielleicht da auch den Laugenbeweis. Und da muss auf jeden Fall auch in einer gewissen Menge auf Wasserstoff entweicht sein. Ja, also das nochmal vielleicht als kleiner Überblick jetzt zum oder als kleiner experimentaler Beweis für das, was wir jetzt uns hier so erarbeitet haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte Ihnen irgendwie klar machen, dass solche Sachen doch deutlich komplexer sind, wenn man sie genauer betrachtet, als sie vielleicht im ersten Moment erscheinen, wo man einfach denkt, naja gut, da gibt es halt ein Kation wandern zur Kathode, Anion wandern zur Anode, Elektronentransfer und alles ist dann da ganz normal. Das erklärt aber auch vielleicht, warum wir natürlich auch hier, ich glaube, das hat sich jetzt leider verabschiedet, warum auch dann unser entsprechender Verlauf der Leitfähigkeit des, oder des Widerstandes, was ja der Kehrwert der Leitfähigkeit ist, halt auch so relativ relativ stark schwankt mit der Zeit. Was ich Ihnen aber dann beim nächsten Mal zeigen möchte, und ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt was, habe ich mir leider nicht parat gelegt, aber das kennen Sie ja, das Ganze sieht anders aus, ganz anders aus, wenn wir unsere Klebeelektroden nehmen. Die Klebeelektroden sind nämlich spezielle Elektroden. Das sind, man nennt das dann, also diese Metallelektroden, die man auch typischerweise einschicht, nennt man auch Elektroden erster Klasse oder erster Art. Und die Klebeelektroden, das sind sogenannte Silber-Chlorid-Elektroden. Das hört sich kompliziert an, ist auch erstmal ein bisschen komplizierter, aber die hat man ganz bewusst so gewählt, denn die zeigen ein deutlich, also zumindest von den elektrischen Eigenschaften her, ein deutlich einfacheres Bild und ein deutlich glatteres Bild. Wir werden sehen, dort wird sich mit der Zeit die Leitfähigkeit und Ähnliches wenig ändern. Und das ist auch der Grund, warum sie in der Medizin doch so gerne benutzt werden, weil sie sehr vorhersehbare und vorhersagbare Eigenschaften haben. Die Prozesse, die an einer solchen Elektrode, in einer solchen Klebeelektrode stattfinden oder einer solchen Silber-Silber-Chlorid-Elektrode stattfinden, sind deutlich weniger verworren, wie wir das jetzt hier sehen, und da haben deutlich bessere elektrische und nachvollziehbare elektrische Eigenschaften. Aber das ist jetzt genau das, was ich dann im nächsten Video Ihnen zeigen möchte. Und ich denke, wir haben jetzt hier doch länger, ich muss mal hinter meiner Lampe schauen, das war jetzt doch deutlich länger als geplant. Ich hoffe aber trotzdem, Ihnen da einen ganz guten Einblick gegeben zu haben, wie bei einem selbst so einfachen Experiment, wie wir das jetzt gemacht haben, doch deutlich komplexe Vorgänge zu beachten sind. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.